Internetbetrug, Cybercrime, WhatsApp, Love Scamming, Phishing Mails, ein weites Feld für Cyberkriminelle. Wir sind hier in Kassel im Polizeiland. Hier ist die Kriminalhauptkommissarin Anjane Emde. Und Frau Emde beschäftigt sich seit etlichen Jahren mit Internetkriminalität. Bevor sie zur Prävention übergegangen ist, hauptsächlich in der Ermittlung von Internetstraftaten und seit einigen Jahren Cybercrime. Großes Thema, ne, Frau Emde? Guten Morgen. Das stimmt, guten Morgen, ja. Hat ja mal harmlos angefangen mit Konto ausspähen und mal 10 Euro abbuchen oder so. Und heute geht es um Summen. Der letzte Fall in Frankenberg, hier im Polizeipräsidium Nordhessen, Zuständigkeitsbereich, sechsstellig. Das sind ja enorme volkswirtschaftliche Schäden, was da passieren im Bereich der Internetkriminalität. Ja, also wir haben eine riesen Bandbreite, sage ich mal, von der Abo-Falle, wo vielleicht dann nur 2-3 Euro sind, aber halt dann vielleicht Tausende oder Millionen reinfallen, bis hin natürlich zu Phänomenbereichen, Love-Scamming oder etc., wo halt auch, sage ich mal, durchaus auch 5- und 6-stellige Schadensfälle feststellbar sind pro Geschädigter. Nun versucht die Polizei durch die Prävention die Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung, die immer wieder darauf reinfallen, auch wenn viel gemacht wird. Und diese nachhaltige Aufklärung, manchmal hat man so von außen den Eindruck, sie machen viel, sie machen Gutes, aber sie reden gegen die Wand. Naja, es ist schwierig. Also sag ich mal, wenn wir aktuelle Fälle haben, dann gibt es natürlich einmal die Pressemitteilung, wo wir entsprechend sensibilisieren über die entsprechenden Medien. Und natürlich gerade im Bereich der Prävention machen wir entsprechend auch Vortragsveranstaltungen. Manchmal hat man eher so das Gefühl, man nimmt es nicht so wahr in der Öffentlichkeit, weil wenn dann ein aktueller Fall ist, dann rufen die Leute an und sagen, ja, da hätten sie vielleicht mal vorwarnen müssen. Und dann sage ich, ja, da steht ja eigentlich jede Woche in der Zeitung oder in den Medien. Man schaut da nur nicht so genau hin. Und von daher ist es für uns eine stetige Aufgabe, zu überprüfen, wie können wir die Bürger erreichen, die unterschiedlichen Zielgruppen, über welche Kanäle, deswegen auch heute hier dieses Interview, einfach mal auch mit dem Online-Format, einfach zu sagen, es gibt die Angebote, man muss sich halt da auch ein Stück weit für interessieren. Und ja, unser Polizeiladen zum Beispiel hier in Kassel ist ja nur ein Präventionsangebot, was wir da haben. Es gibt eine ganze Abteilung im Polizeipräsidium Nordhessen, die sich mit Prävention aller Art beschäftigt und Internetkriminalität ist ein Teil davon. Der klassische Schockanruf Enkel ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Heute haben wir die falschen Polizeibeamten und was ganz große Mode ist, Mama, mein Handy ist kaputt, also diese WhatsApp-Abzocke. Es geht auch durch die sozialen Medien, nicht nur von der Polizei her, sondern also viele warnen sich gegenseitig und trotzdem fallen immer noch Leute drauf rein. Neben dem wirtschaftlichen Schaden, Sie haben ja auch mit den Opfern zu tun. Was macht das mit den Leuten? Also es hängt natürlich jeweils von den Phänomenen ab, aber es beeinträchtigt natürlich die Bürger nachhaltig. Also natürlich ein Einbruch, wenn jemand bei mir zu Hause war, aber auch gerade hier bei dem Schockanruf oder bei dem Enkeltrick oder auch bei den Phänomenbereichen im Internet, wenn ich da um hohe Schadenssummen geprellt wurde, aber auch wenn ich vielleicht dann emotional angegriffen wurde. Also zum Beispiel bei dem Love-Scamming ist es ja so, da wird über Wochen und Monate eine Beziehung aufgebaut. Man glaubt an eine gemeinsame Zukunft und dann bekommt man von der Polizei gesagt, also es gibt den gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Also ist die große Liebe weg und das Geld. Und so ist es natürlich dann gerade bei den Senioren auch oftmals, weil die sagen, ist das mir nur passiert, weil ich schon alt bin. Also da ist die Scham vielleicht auch noch mal ein Stück größer. Aber weil Sie gerade die Altersgruppe, so Senioren angesprochen haben, wenn man das so ein bisschen verfolgt, auch die Pressemitteilungen der Pressestelle hier, es sind inzwischen auch 40- und 50-Jährige dabei, also gar nicht mehr die 80-Jährigen unbedingt. Genau, also dieser klassische Enkeltrick, wo angerufen wurde, also hallo Oma oder hallo rat mal, wer dran ist, das war schon so, sag ich mal, 60 plus, 60, 70, 80.
Und diese neue Variante, wo man das über Messenger schreibt, also hallo Mama, ich habe mein Handy verloren oder jetzt ist die Anbahnung über SMS und man soll dann über WhatsApp den Kontakt weiterführen, das ist tatsächlich so ja, 40, 50, also sozusagen die mittlere Generation, die da angesprochen wird. Leider auch sehr viele Schadensfälle nach wie vor. Also. Wobei, ich sag mal, also man nur ein bisschen nachdenken muss, wenn das Handy verloren ist, eine SMS kommt und er will dann im WhatsApp oder er, sie, es wollen dann im WhatsApp gucken, wie will er das ohne Handy machen? Ne? Genau, also aber in dem Moment denkt man halt nicht oder man kontrolliert es halt nicht, deswegen ist man so in allen Bereichen, dass man einfach mittlerweile lernt, vorsichtig zu sein. Also es kann das Telefon klingeln, dann meldet sich ein Bankmitarbeiter, dann sieht man vielleicht sogar auf dem Display die Ortsvorwahl von Frankenberg und die Filiale, aber trotzdem ist nicht der echte Bankmitarbeiter dran. Und so ist es halt auch bei den Nachrichten. Wir müssen halt erst überprüfen, bevor wir dann reagieren, um halt einen Betrug auszuschließen. Es gab eine Zeit, da haben die Polizeidienststellen ihre Nummer unterdrückt. Mhm. Inzwischen werden die Nummern der Polizeidienststellen angezeigt und man könnte theoretisch ja auch zurückrufen und nachfragen, wenn die falsche Polizeibeamte der falsche Polizist anruft. Weil die Polizei ruft eigentlich nur an und sagt, pass mal auf, ich habe eine Frage. Sie waren doch bei dem und dem Tag zufällig da, als es der Unfall war oder was weiß ich, aber nie, wie viel Geld haben Sie im Haus? Ne? Ja. Also tatsächlich, also das ist ja diese Betrugsmasche, wo man angerufen wird. Man hat angeblich eine Einbrecherbande festgenommen und auf einem Zettel steht halt, dass man halt sozusagen als nächstes Opfer ausgesucht wurde. Und als der vermeintliche Polizeibeamte bietet dann die Sicherung der Wertgegenstände an und es kommt dann jemand vorbei, der das abholt. Und das ist dann gar nicht die echte Polizei. Und von daher ist ja die Empfehlung auflegen, vielleicht auch mit einem anderen Gerät, die Polizei anrufen und hinterfragen oder den Sachverhalt melden. Und nicht erst die Sachen rausgeben im guten Glauben. Bevor wir dann noch zu den vielfältigen Beratungsmöglichkeiten bieten, die hier das Polizeipräsidium Neu-Tessen, aber auch die anderen Polizeidienststellen anbieten, vielleicht noch die Frage, nun habe ich 500, 800.000 Euro überwiesen und dann fällt mir ein Hoppla. Ich rufe dann den Angehörigen an und der sagt, weiß ich nichts von. Auf jeden Fall Anzeige erstatten. Auf jeden Fall und auf jeden Fall auch sofort mit der Bank Kontakt aufnehmen, auch wenn eine Überweisung schon stattgefunden hat, also wenn es dann eine Überweisung war, inwieweit man da vielleicht dann doch das Geld zurückholen kann. Ja. Sofort die Polizei anrufen, damit Fahndungsmaßnahmen noch eingeleitet werden können und halt auch andere ermittlungstaktischen Dinge angeschoben werden können, wo es halt dann auch Beschlüsse für bedarf. Das kann man in Hessen, Anzeige kann man in Hessen online machen, man kann es bei jeder Polizeidienststelle machen. Wir haben die Schutzleute vor Ort, Schutzfrauen, Schutzmänner, an die kann man sich wenden, die bieten auch regelmäßig Sprechzeiten an, Sprechtage und man kann natürlich auch direkt bei ihnen sich erkundigen, also beim Polizeipräsidium, was kann ich jetzt noch machen? Also man muss unterscheiden, geht es um Prävention, was wir machen, oder geht es tatsächlich um einen Schadensfall, wo gehandelt werden muss. Da müssen Ermittlungen laufen und dafür sind dann die Kollegen, ist die Polizeidienststelle genau vor Ort. Und da gibt es dann entsprechend noch Fachdienststellen, Betrugskommissariate oder hier bei uns Internetkommissariate wird es weiter bearbeitet. Da sind wir sozusagen nur nachrangig oder begleitend quasi so ungefähr zu sagen, was kann ich machen, damit es mir nicht nochmal passiert. Ja. Ne? Wir haben es eben angesprochen, also man kann sich zum Beispiel beraten lassen, auch von den Schutzleuten vor Ort, ganz, ganz wichtige Kontaktpersonen in fast allen Mittelzentren oder größeren Städten vorhanden. Und man kann natürlich auch Vorträge besuchen. In dem Fall von Ihnen zum Beispiel, Sie tingeln durchs Land, unter anderem, Sie sprechen bei Landfrauen, Seniorenclubs, also Vereinen vor und erklären das. Und Sie arbeiten mit den Volkshochschulen zusammen. Genau, also mit den Volkshochschulen. Das war schon vor Corona, dass ich dann Präsenzvorträge gehalten habe, mehrheitlich hier Stadt- und Landkreis Kassel. Durch die Corona-Pandemie haben wir ein digitales Format entwickelt, was mittlerweile von allen nordhessischen Volkshochschulen beworben wird. Man kann sich von überall bei den Volkshochschulen anmelden. Die Vorträge sind kostenfrei. Das führen wir quasi jetzt im Herbst-Wintersemester
aber auch schon stehen die Termine für das Frühjahr-Sommersemester fest. Und weil Corona ja jetzt so langsam hoffentlich uns verlässt, habe ich dann auch pro VHS im nächsten Semester auch wieder einen Präsenzvortrag pro Polizeidirektion. Und also von daher freue ich mich. Ja. Die nächste Veranstaltung ist am 7.2., können wir gleich darauf hinweisen. Ja. Da geht es um Smartphones, Tablets und den Basisschutz für mobile Endgeräte. Das ist zum Beispiel, könnte sein, dieses Nahbereichscannen, also NFC ausschalten, weil das doch auch gefährlich sein kann. Ne? Ja. Also der Vortrag am 7. Februar, das ist ja passend zum Safer Internet Day, das ist ja der Tag für Internetsicherheit. Aber wie gesagt, für uns ist Internetsicherheit ein ganzjähriges Programm. Bei diesem Smartphone-Sicherheit geht es einmal um die Einstellung und da ist zum Beispiel NFC oder Bluetooth, WLAN, das sind Schnittstellen. Und das ist halt eine Empfehlung, dass ich Schnittstellen nur aktiviere, wenn ich sie tatsächlich benötige. Und in dem Vortrag geht es sonst noch, gerade wenn ich unterwegs bin oder bei der Reise, automatische Update-Funktion vielleicht deaktivieren, weil ich auf dem Schiff bin und dann durch Datenvolumen hohe Kosten entstehen. Ja. Bis hin zu, ich bezahle mit dem Smartphone kontaktlos, was gibt es da, wie ist die Entwicklung. Also es ist ein weit gefächerter Vortrag. Das kommt ja dann passend, Corona ist auf dem Rückzug zur diesjährigen Urlaubssaison, weil auch immer mehr ältere Menschen Smartphone und Tablet benutzen, ist das natürlich gerade für diese, aber auch für Jüngere eine ganz wichtige Veranstaltung, die man unbedingt mal besuchen sollte, weil ich sag mal, wer seit Mitte der 80er Jahre mit Rechnern zu tun hat, sagt, ich weiß schon alles. Nein, das ist auch bei Ihnen so, die Kriminellen sind sehr kreativ und es wäre schön, wenn wir die Möglichkeit hätten, als Gesellschaft genauso kreativ zu sein wie die Kriminellen, dann hätten wir also, glaube ich, weniger Vorfälle der Art. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist auch so ein bisschen der Kampf gegen Windmühlen. Ne? Ein Stück weit schon, aber nach wie vor, also aus dem Ermittlungsbereich weiß ich, dass es oftmals schwer ist, Ermittlungserfolge zu haben, weil die Tätergruppen oftmals auch im Ausland sitzen und viele Verfahren halt eingestellt werden. Von daher ist es so mein inneres Bedürfnis zu sagen, wenn wir etwas bewegen wollen, dann halt durch die Prävention und von daher bin ich da sehr motiviert, möglichst viele Bürger zu sensibilisieren. Der Leiter der Fachdirektion 65 in Hamburg hatte mal Ende der 70er Jahre, als man dann in Deutschland wahrgenommen haben, dass wir organisierte Kriminalität da wollten, hat gesagt, verfolgt das Geld. Mhm. Weil die packen das ja nicht im Schuhkarton unters Bett, sondern die waschen das, davon wird der Ferrari bezahlt, davon wird die Villa am Mittelmeer bezahlt. Aber das ist schwierig, ne, das Geld zu verfolgen für die Ermittler. Also klar, Finanzermittlung ist ein Ermittlungsansatz, aber es ist natürlich die Frage, wenn es ins Ausland geht oder über Bitcoin, also auch in virtuellen Währungen oftmals getauscht wird, dann ist es ja in der Regel so, dass der Betrüger nicht das Geld auf sein eigenes Konto sich überweist, sondern da werden sogenannte Finanzagenten eingesetzt, die das Geld auf ihr Konto bekommen, im guten Glauben oftmals, und dann über andere Wege ein Stück weit verschleiern. Also auch der Finanzweg ist nicht ganz so einfach und sehr holprig, auch über diese Spuren entsprechend weiterzukommen. Informieren kann man sich natürlich auf der Seite des Polizeipräsidiums Nordhessen, auch der Kollegen von Westhessen und Mittelhessen, die da eine sehr, sehr detaillierte Berichterstattung beziehungsweise auch Hinweise hat, wie man vorgehen soll. Da findet man sie auch mit Cybercrime. Ist natürlich ein bisschen schwer zu lesen. Ich darf Ihnen das mal vorlesen. Außenverhältnis für strafrechtlich relevante Situationen und Verhaltensweisen. Das ist für den Bürger, ich sag mal, Behördendeutsch und schwere Kost. Mhm. Kann man das einfacher? Ja, also ich nehme es gern mit auf. Also im Nachgang wird ja sicher unsere Presseabteilung den Videoschnitt ja auch sehen. Tatsächlich ist es natürlich schon so, dass eigentlich die Medien auch bürgerfreundlich gestaltet werden sollten. Naja, ist die Frage, wenn jemand liest, dann schaltet er nach der dritten Zeile ab, weil das sagt er, oh Gott.
auch im Bereich, Sie haben es vorhin angesprochen, Love Scamming, also der Betrug mit Gefühl, der letztendlich in viel, viel teurem Herzensleid und Geld endet, gehört ja auch zu Ihren Präventionen. Auch da gilt, was für WhatsApp und Enkeltrick gilt, chatten ja, sobald nach Geld gefragt wird, nein. Genau, also kann man so kurz zusammenfassen? So kann man es kurz zusammenfassen, genau. Also die Anbahnung, also das Herstellen der Beziehung, das läuft sowohl über Social Media, also über Facebook-Profile zum Beispiel, dass ich angeschrieben werde mit einem Kommentar, ich verfolge dein Profil schon länger und man soll dann von sich aus Kontakt aufnehmen zu der Person bis hin zu Partnerbörsen, wo auch Fake-Profile sind. Und letztendlich ist tatsächlich hier das Ziel, nachdem so eine Beziehung aufgebaut wurde, irgendwann möchte man Geld oder halt auch alternativ hochwertige Waren, dass sie weitergeschickt werden. Oft auch dann mit Schadenssummen im fünf- und sechsstelligen Bereich. Wer ein bisschen internetaffin ist, gibt ja eine ganz einfache Möglichkeit, dass man die Bilder über Google oder TinyEye verifizieren lässt. Dann stellt man ganz oft fest, das kann ja gar nicht sein. Ne? Das ist aus irgendeiner wissenschaftlichen Abhandlung und. Ein gesundes Misstrauen im Internet. Einer Ihrer Ratschläge? Ja, das kann ich so unterstreichen. Und früher war es tatsächlich so, was jetzt diese Profilbilder betraf, dass man halt echte Profilbilder von jemand anders geklaut hat, hat die verwendet. Mittlerweile durch künstliche Intelligenz gibt es Programme, wo ich aus vielen Bildern mir ein eigenes Fake-Profil erstellen kann. Das heißt, die Täter sind heute gar nicht mehr darauf angewiesen, fremde Bilder zu klauen. Sie können sich einfach neue Bilder generieren, die vielleicht dann bei einer Rückwärtssuche gar nicht erstmal negativ auffallen. Und da kann ich halt auch, sag ich mal, bestimmen, soll der Täter eine Brille tragen, soll er einen Bart haben. Das ist heutzutage durch die moderne Technik überhaupt kein Problem. Aber der Mensch will glauben, gerade wenn man vereinsamt ist. Deswegen auch fallen auch, denke ich mal, vielleicht Ihre Erfahrungen an, so viele auf diese Mama oder Papa, ich habe eine neue Handynummer rein, weil man heute ja nicht mehr in der Großfamilie lebt, oft hunderte Kilometer auseinander, mit zum Teil wenig Kontakt. Und der Mensch will glauben. Ne? Ja, wobei... Ich glaube, bei vielen, gerade bei dieser Betrugsmasche, bei diesem Messenger-Betrug, ist es nicht so mit einsam, sondern da sind tatsächlich auch familiäre Kontakte. Nur mittlerweile sprechen wir nicht mehr so oft miteinander oder rufen uns an, sondern es läuft halt viel über Messenger oder SMS und das nutzen halt die Täter aus. Ich habe Fälle auch aus dem Bekanntenkreis, da ist schon ein regelmäßiger Austausch zwischen Tochter und Mutter gewesen. Und dann war die Tochter aber tatsächlich unterwegs und die Mutter auch im Urlaub und dann hat man erst reagiert und das dann hinterfragt. Zur Prävention gehört natürlich auch mit seinen Daten sorgsam umgehen. Freunde, gehen wir zu locker mit unseren Daten um im Internet, in Social Media? Also ich kann das ja nicht für alle bestimmen, aber es lässt sich oftmals feststellen, dass wir relativ viele Daten preisgeben, allein durch die Privatsphäre-Einstellung, dass halt jeder alles lesen kann, dass ich alles poste, wo halte ich mich auf, mit wem bin ich befreundet. Und das können natürlich, wenn Täter es wollen, entsprechend ausnutzen. Also ich habe ja dann auch einen eigenen Vortrag, der so ein bisschen zwischen Talken und Stalken heißt der. Also was gebe ich von mir aus bekannt, bis hin, dass natürlich Täter über entsprechende Apps oder Tracking-Verfahren, sag ich mal, auch missbräuchlich sozusagen den Aufenthaltsort aufspüren. Ein Thema, das wir vielleicht doch unbedingt ansprechen sollten, gibt schon ewig, ist Phishing. Wird immer professioneller, die Phishing-Mails sind nicht mehr in gebrochenem Deutsch von Google übersetzt, sondern wirklich sehr professionell aufgemacht. Da hilft oft ein Blick auf den Absender. Ja, wenn ich dann weiß, wie der Originalabsender heißt, ne, also sag ich mal, Sie haben es schon richtig gesagt, die Aufmachung wird immer besser. Phishing-Mails, also das Abgreifen nach sensibler Daten, wird heute oftmals eingeleitet, dass ich sogar personalisiert angesprochen werde, also sehr geehrte Frau Anniane Emde, und ist das jetzt von zum Beispiel im Layout der Sparkasse und ich bin Postbank-Kundin, dann sage ich natürlich, das kann nur Spam sein und klicke es weg. Bin ich aber Sparkassenkundin und werde persönlich angesprochen und bei meinem ungewöhnlichen Vornamen, gucke ich vielleicht mal, was möchten die von mir wissen, und da können die Betrüger wirklich tagesaktuell ihre Masche anpassen.
Bei der Corona-Pandemie hat man gesagt, ja, wir müssen die Filialen schließen, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben, müssen sie sich verifizieren. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat man gesagt, wir müssen überprüfen, ob sie von den Russland-Sanktionen betroffen sind. Und wenn nichts ist, wie jetzt am Jahresanfang, dann sagt man, ab 1.1. gibt es ein neues gesetzliches Verfahren. Man muss sich da verifizieren. Und auch hier, wie bei allen, misstrauisch bleiben. Also 99,9% der Fälle sind diese Mails nicht von der Sparkasse oder von dem Bezahldienstleister. Überprüfen, man ruft den Bankmitarbeiter an, was möchten Sie von mir? Gerade bei den Banken ist es ja so, wenn ich Online-Banking mache, gibt es ein internes Postfach, wenn ich mich angemeldet habe. Also da ist es ja schon mal ungewöhnlich, wenn ich an meiner freien E-Mail-Adresse angeschrieben werde. Und klar, man kann oben gucken, Absendername, aber den kann man auch verfälschen. Ja. Also das würde ich jetzt nicht als Kriterium nehmen. Man kann auch über den Button mit der Maus so ein bisschen rüberfahren, um zu sagen, wo führt der Link denn hin? Das nennt sich Mouse-Over. Aber wenn ich sage, eigentlich kann das nicht sein, hinterfragen bei der Bank und dann löschen und auf keinen Fall darauf reagieren. Letzter Punkt, den ich noch auf meiner Agenda habe, Erpressung. Ich habe eine Schadsoftware auf Ihrem Rechner installiert und kann auf Ihre Kamera, Mikrofon und kenne Ihre sexuellen Aktivitäten und welchen Seiten. Bitte überweisen Sie umgehend 5.000 Euro oder so und so viel Bitcoins. Informieren Sie nicht die Polizei, ich kann jeden Ihrer Schritte verfolgen. Ganz beliebt, kommt so regelmäßig einmal die Woche rein oder einmal im Monat. Ich neige dazu, das sofort in den digitalen Nirvana zu versenken. Sollte man am besten damit tun, ne? Ja, also witzigerweise haben wir es heute Morgen auf unseren Dienstrechner auch mit zugeschickt bekommen, so eine Mail, dass man erpresst wird. Grundsätzliche Empfehlung ist es, als Spam zu deklarieren und dann von dem Spam-Ordner dann zu löschen. Ja. Also auch nicht drauf reagieren. Es gibt zwei unterschiedliche Phänomene, also ein anderes Phänomen heißt Sextortion. Da findet tatsächlich ein Kontakt statt, oftmals über Social Media. Und da hat die Person vielleicht dann auch wirklich sich ausgezogen und es ist mitgefilmt worden. Und man wird dann mit dem Material erpresst. So ungefähr, wenn du nicht zahlst, dann veröffentliche ich das an alle Kontakte. Bei diesen Mails ist die Erfahrung von den Ermittlungsdienststellen, da ist kein Material vorhanden, beziehungsweise hier auf dem Dienstrechner ist ja noch nicht mal eine Webcam installiert. Dann ist das fast wie Spam und man kann dann löschen. Ne? Aber auch ein Fall, der viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Genau. Ja, Frau Emde, wann sehen wir Sie, das außer am 7.2. das nächste Mal? Zu welchem Thema? Also in der Vortragsreihe mit der Volkshochschule geht es dann im Februar, Ende Februar zum Thema Datendiebstahl, Darknet und digitaler Nachlass weiter. Also von daher, das ist dann auch für alle aus Nordhessen, dass man sich da zuschalten kann. Da geht es halt auch um Phänomene, wie halt die Identitätsdaten geklaut werden. Wir hatten ja gerade das Beispiel Phishing, wie die Daten auch im Darknet verkauft werden. Weil leider ist es so, es gibt Tätergruppen, die haben sich spezialisiert auf den Datenklau. Die Daten werden teilweise über das Darknet verkauft und andere Tätergruppen kaufen dort die Daten, setzen sie missbräuchlich ein. Und wenn wir den Schaden feststellen, haben die Kollegen aus dem Ermittlungsbereich natürlich ganz viel zu tun und die eine Tätergruppe hat mit der anderen nichts zu tun. Und wenn wir so viele Daten haben, macht es natürlich auch Sinn, sich mal Gedanken über den digitalen Nachlass zu machen. Ja, fassen wir das noch kurz zusammen. Bleiben Sie gesund misstrauisch im Internet. Wenn es passiert ist, wenden Sie sich an die richtige Polizei. Ja. Und wenn Sie Zeit haben, und die hat man immer, informieren Sie sich. Gehen Sie zu den Veranstaltungen. Man findet auch das Präventionsteam mit seinen vielen Themen, unter anderem auf Facebook und Instagram ab und zu mal. Ja. Da kann man nachfragen, man kann die Damen und Herren kontaktieren im Polizeiladen. Die Adresse findet man im Internet. Und gehen Sie zu den Schutzleuten vor Ort oder zu den Polizeidienststellen. Auch da wird Ihnen geholfen. Genau, so kann man es gut zusammenfassen. Vielen Dank, Freunde. Ja, danke schön.